Millionen von Menschen hängen sozusagen jeden Samstag an ihren Lippen. Auch wenn man es ihr nicht ansieht, sie ist seit 25 Jahren das Gesicht der ARD und höchste Zeit, in unserer Sendung berücksichtigt zu werden, nämlich Karin Tietze-Ludwig. Karin Tietze-Ludwig hielt vor einer erlauchten Damengesellschaft ein Referat, eben nach diesem Manuskript, zum Thema Schönheit durch Schlaf. Wir waren aber hellwach und haben heimlich die versteckte Kamera aufgebaut. Wir steigen an dem Punkt ein, wo meine liebe Kollegin in einem Frankfurter Hotel als Referentin begrüßt wurde. Viel Spaß. Bitte schön, liebe Frau. Next. Für Frau Tietze-Ludwig haben wir einige schöne Pannen vorbereitet. Das Schicksal schlägt zu wie mit den Lotterkugeln. Ja, meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und vor Ihnen steht eine echte und ganz typische Schlafmütze. Ich schlafe nämlich wahnsinnig gerne und umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich also zum Thema Schlaf etwas sagen darf. Wir könnten uns viele Wässerchen, Cremes und auch Salben ersparen, wenn wir uns bewusst werden, dass ein guter Schlaf und eine gesunde, ausgewogene Ernährung für die Haut der primäre Vitalstoff ist. Das ist etwas, was wir nicht eingeplant hatten. Jetzt wäre natürlich wichtig, wenn ein technisch versierter Mann unter uns sein sollte, um diesen Schaden oder diese kleine technische Stütze. An mir liegt's nicht. Ist da draußen jemand, der den Schaden beheben kann? Ja? Ich kann es hier mal versuchen. Vielleicht stelle ich mich mal so ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Nachts hat vor allem die Haut ein großes Arbeitspensum zu erledigen. Die Zellen beginnen so gegen 17 Uhr ihre Arbeit und halten bis 5 Uhr morgens den Regenerationsprozess durch. Sie fangen an, sich zu teilen, damit sich die Haut in ihrem fantastischen 28-Tage-Rhythmus erneuern kann. Heute ist doch aber irgendwo ein kleiner Wurm drin. Ich glaube, den Vorhang sollte man vielleicht doch wieder. Ich werde das versuchen. Selbst ist die Frau, auch wenn der Vorhang zu früh fällt. Eigentlich haben wir erwartet, dass der Film an der Stelle zu Ende wäre. Dass Karin an dem Abend sich noch als Kulissenschieberin betätigen muss, stand wirklich nicht in ihrem Vertrag. Sie kennen sich damit aus. Der dritte Anlauf zum Vortrag: Schönheit durch Schlaf. Bitte, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Ich meine, das ist natürlich schön. Man könnte es eine Inszenierung nennen, nicht? Im Theater, wenn der Vorhang aufgeht und wir. Er fiel nur an der falschen Stelle. Ja. Die Regel Nummer 1: Der Griff zur Schlaftablette ist gefährlich. Der gesunde Schlaf lässt sich nicht künstlich durch Medikamente herbeiführen. Der automatische Griff zur Schlaftablette, wenn sich der Schlaf nicht sofort auf Kommando einstellt, ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, Alkohol sei ein guter Schlummertrunk, wirkt sich mehr als ein halber Liter Bier oder ein Schoppen Wein extrem schlafstörend aus. Man schläft unruhig, verbringt weniger Zeit im Tiefschlaf und wacht weniger erholt am nächsten Morgen auf. Dieselbe Wirkung ist bei Koffein, Tein und Nikotin zu beachten. Verzichten Sie also zumindest einige Stunden vor dem Schlafengehen auf dieses Genussmittel. Und das ist besonders schwer. Ich glaube, erst der Vorhang, jetzt dreht sich die Bühne. Ich weiß es nicht, irgendwo ist doch der kleine Flo hier drin. Ich habe ihn doch frontal gegenüber gestanden. Und jetzt stehen wir seitwärts. Wir sollten doch vielleicht dieses wieder in die ursprüngliche Richtung drehen. Dann sind wir uns wieder einig. Wir kommen zur Seite 8, die wir heimlich ausgetauscht haben. Regel Nummer 8. Versuchen Sie nicht, bei Schlaf zu erzwingen und was nicht unbedingt sein muss. Wenn bei Schlafstörungen auftreten, muss dies nicht unbedingt psychische Gründe haben. Das kann auch mit der Psyche zu tun haben. Bei Schlaf ist deshalb das empfehlenswerteste Hausmittel die Kamille. Auch die Kamille danach. Denn bei Schlaf sollte man möglichst zweimal pro Woche lustvoll genießen, was einem die geheimen Träume versprechen. Ich weiß,
weiß nicht, also... Bei Schlafschwierigkeiten können höchstens dann noch auftreten, wenn man meint, dass eine versteckte Kamera zuschaut, wie man zum Beispiel jetzt... Ich meine, so viele Dinge gibt's kaum, einmal, die schiefgehen auf können. Auf einmal, ja, haben wir alles geplant. Alle die Leute, die hier sitzen, sind Statisten, die wir für heute bestellt haben für Sie. Sie haben den Vortrag allein für unsere Sendung, verstehen Sie, Spaß gehabt. Und dort ist die Versteckung. Dankeschön, liebe Zuschauer. Zum Abschluss erinnern wir uns an einen lieben Kollegen, der leider nicht mehr unter uns ist. Er und seine Sendung sind bereits Fernsehlegende. Robert Lemke mit Was bin ich? Unser Mitarbeiter Albin Breig meldete sich bei Was bin ich an? Und zwar mit einem Beruf, den es gar nicht gibt, als Sauerkrautkoster. Also er behauptet, er müsste jeden Tag Sauerkraut testen, nämlich vom Reformsauerkraut, vom rohen Sauerkraut, vom Specksauerkraut, vom Bio-Sauerkraut aus Bodenhaltung und vom Weinsauerkraut. Robert Lemke, der ahnte natürlich nichts und lud unseren getarnten Lockvogel in die Sendung ein. Sie sehen nun einen Ausschnitt aus einer Raterunde Was bin ich, die aber nie gesendet wurde. Viel Spaß. Dann darf ich unseren ersten Gast bitten. Albin Breig. Nein, nicht da, da kann man es nicht wegtun. Ja, so. Die Tafel wird nämlich abgehoben, wissen Sie. So, grüß Gott, bitte sehr. Wollen wir Sie erst einmal vorstellen? Dann welches von den Säulen hätten Sie gern? Wenn es Ihnen keine Umstände macht, ich habe mein eigenes mitgebracht, Herr Lemke. Ich spare da schon lang ja. In meinen Schweindern. Die Dame, wenn es die mir vielleicht, ich habe es hinter abgestellt, wenn mir vielleicht die Dame das meint. Ja. Sie wollen, Sie bestehen auf Ihrem eigenen Namen. Also ich kann nur sagen, die Schwankseln von unserer Seite sind schöner wie von Ihrer. Also bitte schön, schauen Sie mal selber. Also alles, was recht ist. Ja. Aber wenn Sie richtig geschaut haben, meinen Sie, es ist ein weibliches Schwein. Das besteht. So genau, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Jetzt die Handbewegung, glaube ich, müssen wir doch machen. Ja. Sehr schön. Guido, bitte. Ja, Herr Breig, Sie haben sich nicht unoriginell eingeführt. Gehört Originalität zu Ihrem Beruf? Nein. Ihr originelles Auftreten dient also nur zu unserer Verwirrung. Also du hast gefragt, ob die Kleidung zur Verwirrung dient. Ich sag jein. Dann lege ich das einmal drauf. Ja, oder wenn ich hab 2,50, habe ich sie nicht. Nein, habe ich nicht. Sind Sie vielleicht saure Kuttelmonteur? Nein. Was ist Sauerkuttel? Es war eine saudumme Frage. Also, 5 Mark, kann man das halt richtig. Aber ich meine, 5 Mark sind 5 Mark. Ich habe es meiner Frau auch versprochen, die Sau wird voll, gell? So sorge ich für Ihr Vermögen. Ja, gell? Ja. Aber gehe ich richtig in der Annahme, wenn man zu Ihnen kommt, wird man nicht sauer. Wenn Sie... Psst, Vorsicht. Sie werden, wenn Sie zu mir kommen, nicht sauer. Ja, ich meine, sauer macht lustig, ja, aber sauer richtig wird... Richtig in der Annahme, nicht sauer. Richtig in der Annahme, nicht sauer. Dann ja. Muss ich sagen, ich höre mich nicht Nein sagen. Ist richtig, ja? Ja, also. Eben. Ja. Ja. Verkaufen Sie etwas den Menschen? Ja. Ist das ein Lebensmittel?
Ja? Ein Lebensmittel, das wir unter Umständen täglich zu uns nehmen können. Täglich? Ich bitte Sie. Täglich? Ich bitte Sie um ein Nein. Es kommt drauf an, wie schnell sie ist. Also, nein wäre geschäftsschädigend. Also, nein, also, Sie können, Sie werden ganz neue Züge an sich entdecken. Es dreht sich aber um ein ganz normales, es ist kein Luxus-Lebensmittel. Nein. Jetzt hast du aber beim Fragen auch nicht aufpassen. Nichts mit Annahme, gell? Nein. Es ist aber ein typisches Nahrungsmittel aus dieser Gegend, wird aber in ganz Deutschland und in der Schweiz und in Österreich kennt man dieses Nahrungsmittel auch. Sogar drüber hinaus kennt man das. Also, ja. Na, ich helfe ihm nicht. Ja und nein. Ich helfe ihm nicht. Sie haben vorhin ein Sprichwort gesagt, sauer macht lustig. Das bringt mich auf was, weil Sie so lustig sind. Haben Sie mit Sauerkraut zu tun? Ja. Also im weitesten Sinne. Ja, stellen Sie Sauerkraut her. Nein. Herstellen fällt mir nicht, ne? Nein. Ja. Na, ich krieg sie voll, die Sau. Kochen Sie es? Also bereiten Sie es zu? Zubereiten wir uns zu? Ja, es ist aber nicht die eigentliche Sache, gell? Also ich, ja, aber, ja. Man kann nicht aber, direkt Nein sagen, ne? Ja, aber Sie sollten, ja. Ja, aber Sie dürfen jetzt nicht helfen. Nein, ich helfe nicht. Sie dürfen jetzt, weil jetzt stand jetzt so knapp, da, also ah, vor dem... Ja. Also wenn es drauf kommt, dann kriegst du die letzten 5 Mark dann von mir, damit ich voll bin. Wenn die ganzen, Schweine sind schon beleidigt. Ja, nett. Sind Sie Sauerkrautberater oder ich Sauerkrautberater? Ich bin ja der Sauerkrautkoster deshalb, weil ich ja Koster nicht anbaue. Nicht wahr? Jetzt haben Sie ja sowieso schon gesagt, jetzt sind die 5 Mark drin. So. Ja. Toll, aber Sie selber, ne? Ja, also, meine ganzen Schweine sind tödlich beleidigt, weil Sie mit einer fremden Sau hier angekommen. Also, er ist Sauerkrautkoster. Ich habe nämlich auch sogar meinen Arbeitgeber mitgebracht heute. Ich darf Ihnen meinen Arbeitgeber vorstellen, ja. Der kann Ihnen bestätigen, dass ich habe nichts falsch gesagt. Also ich nicht wegen den 5 Mark, gell? Also ich hätte nie Nein gesagt, wenn es nicht wegen... Ich bin der Arbeiter. Ich bin der Arbeiter. Wir wollten mal schauen, was ihr macht, wenn sich einer so deppert anstellt. Und die Handbewegung, machen Sie die nochmals, Herr Breit. Ja, das war die. Ja, die Handbewegung, das sollte heißen, Sauerkraut rausholen, aber heißt auch so wie Lemke auf den Arm nehmen, nicht nur das. Das waren also unsere 5 lieben Kollegen, die wir Ihnen in unserer heutigen Sendung vorstellten. Trotz Stress vor den Fernsehkameras. Sie alle haben Spaß verstanden, denn sonst hätten wir ja wohl den Beruf verfehlt. Und bald kommt unser nächster Streich. Der Hinweis darauf folgt sogleich. Viel Spaß. Das Motto der nächsten Sendung, Lockvogel Pitt Krüger. Hier hat er sich mit einer Badewanne in ein Direktionsbüro gesetzt und erwartet eine Angestellte. Yes, my enthusiasm. Viel Spaß!